Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu World of Warships. Ich habe uns jetzt mal neben Schiff 2, Schiff 3 freigeschaltet. Habt es noch nicht benutzt bis jetzt. Hab nochmal noch die nächste Teil hier freigeschaltet. Ich habe noch 600 Punkte. Rein theoretisch können wir das auch noch freischalten. Einbauen für 400.000. Und dann ist es auch schon wieder voll aufgerüstet. Als nächstes kommt das Schiffchen hier. Es schaut schon ein bisschen interessanter aus, aber da fehlen noch 5000 Pünktchen für. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen Nummer 3 und gehen hier einfach mal auf Gefecht. Ich habe gerade makellos einmal versagt, indem ich einfach volle Wäsche in den Gegner reingefahren bin. Hat nicht so gut geklappt, wie erwünscht. Weiß ich jetzt auch. Mache ich beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen anders. Aber schauen wir mal, wie die Italiener mit ihren Schiffen drauf sind. Okay. Bin eigentlich nicht so... Okay, Schiff anschauen. Wir haben 7 Geschütze an Bord. Was ist das für eine Karte? Wir fahren wieder unten rum. Richten also so die Schiffe aus. Oh, wir haben Torpedos. Lila Torpedos. Das könnte interessant werden. Ich komme mit Torpedos eigentlich nie so wirklich klar. Aber Torpedos machen ordentlich Damage, ne? Also so ein bisschen Damage oben drauf, das wäre schon praktisch. Los geht's mit dem Schiff. Alle Mann auf Gefechtsstation. Aber ich muss sagen, diese kleinen Schiffe, die bewegen sich ultra schnell und sind auch extrem wendig. Schauen wir mal. Und Kanonen sind ausgerichtet. Wie viel habe ich jetzt ausgerichtet? 5 Stück. Ja, das geht. Deshalb würde ich sagen, das geht gut. Wir fahren mal mit 28 Knoten gen Himmel. Soweit kann ich... Wie weit ist denn das vom Winkel her? Oh, das ist ein ordentlicher Winkel. Ich wurde entdeckt. 9 Kilometer entfernt. Wie weit kann ich schießen? Das geht schon auf mich los. Aua! Warum denn ich immer... Ausweichmanöver! Feuer! 3! Wo sind der Torpedo hin? Oh, da ist er. Umzielen. Und alles verfehlt! Wow! Das musst du auch mal hinkriegen. Scheiße. Verdammt. Ja, ist schön, dass der jetzt fertig war. So, okay. Nach hinten schießen? Oh ja, toll. Also mit Torpedowerfern komme ich echt nicht klar. Jetzt kommen wir von hinten im Hinterhalt her. Und wenden. Unser Team hat die Führung übernommen. Hör, wo kommen denn die jetzt her? Als ob die mich erwartet haben. Engerer. Bin gespürt. Wie weit kann man denn die Teile eigentlich schießen? Wenn ich die so schießen würde, jetzt einfach mal. Einfach mal abballern. Komm schon. Oh, getroffen. Vorne ist noch einer. Feuer! Feuer! Schuh! Alter, ist der so langsam? Was? Unerwartet langsam ist der. Das sind Sachen, die ich nicht erwartet habe. Komm schon. Jetzt wendet der Arsch. Ach, jetzt. Jawohl! Wie denn das denn? Der ist doch was für mich noch.
Ja, Treffer und Treffer. Komm schon, noch ein Treffer. Nein, der ist hinter dir. Unser Sieg ist in Sicht. Oh, wo kommen die jetzt her? Ja, ja, ich habe gesehen, dass die vorbeischießen, aber mit was für ein Tempo. Dann ist noch einer. Wie viel ist nur noch der eine? Ja, den kriegen wir auch noch. Wo ist er denn? Da ist er. Oh, ein größeres Geschütz. Kann ich mit dem nach vorne schießen? Nee, kann ich nicht. Bedeutet einmal abwenden. Haben wir andere Richtung wenden? Komm schon. Ah, ich wollte gerade schießen. Come on. Ich hätte doch vorher schießen sollen. 200 Punkte. Ist doch schon mal etwas. Ich muss mich nur mit diesen kleinen Dingern einspielen. Die sind ein bisschen anders zu spielen. Ah, ich spiele gleich noch eine Runde. Eine Runde geht noch. Eine geht noch rein hier. Ab mit den Italienern wieder ins Meer. Aber sie sind nicht so ganz schlecht. Warum baut man eigentlich so ein Schiff mit einer fetten Kanone oben drauf? So eine fette Kanone, so ein riesiges Ponton, was mit so einem fetten Teil daher schießt. So, yo, ich bin Gary und ich baller jetzt. Batz! Okay. Wie geht auf? So. Wo sind wir denn? Oh, wir können da hinten noch die engen Inseln durchfahren oder wir fahren so ganz. Ah, nee, okay, es ist zweiseitig wieder. Es ist die Welt, okay. Vollgas! Warum bin ich eigentlich immer der Erste, der losfährt? Ich muss mich schon mal ausrichten. Das ist jetzt ein bisschen beschissen. Ich würde gerne die Kanonen halt so, sozusagen hier so, haltet mal die Position irgendwie. Weil jetzt muss ich auf die Karte gucken. Ach, guck mal, ich habe da auch eine Anzeige, weil ich entfernt bin. Das fällt mir erst jetzt auf. Ich kann meine maximale Range da einschauen mit 11,4 Kilometern. So kann es natürlich auch laufen, ne? So rein theoretisch. Sollte bald der Feind in Schussweite kommen. Die Frage ist bloß wann. Wir reduzieren mal auf ein Dreiviertel. Oder Dreiviertel nur. Bisschen reduzieren die ganze Geschwindigkeit. Dann müsste der uns eh gleich überholen. Schauen wir mal. Ich würde gerne den Feind sehen, aber ich sehe ihn nicht. Wo ist er denn? Komisch. Ich sehe keinen Feind. Schön. Lauf mal vor und guck, was los ist. Aufgeklärt. 12 Kilometer entfernt. Wo sind die? Die sind alle durch die Mitte durch. Als ob, was sind das für Assis? Nee, da. Auf 3 umschalten. Alter! Übertreibt, Jungs. Jetzt nehmen wir dich mal unter Beschuss, Junge. Full Stop. Das tut weh, aber es bringt sich was. 3. Ausrichten. Geh aus dem Weg, Junge. Ich brenne. Scheiße. Mach sie fertig, jawohl. Andere Seite auf Vollkaracho stellen.
Du fährst immer noch gerade auf mich zu, oder wie? Du hast auch keine Anschalten abzudrehen, du hast keine. Dann machen wir jetzt eine Vollbremsung. Begeben wir uns mal in die Höhle des Löwen, oder? Richtet die Kanone aus, Jungs! Heute ist Silvester! Wo ist meine 3? Der kann mich nicht ausweichen. Los geht's, Jungs! Habe ich ernsthaft mit den Torpedos vorbeigeschossen? Feueralarm. 20 Sekunden noch mit der 3. Macht ihn fertig! Torpedos! Oh shit, Jungs! Er ist ausgeschaltet, yo! Problem gelöst! Kommt schon! Der ist auch weg! Gut! Wir haben die Seite gleich übernommen. Wo sind da Feinden? Da sind 4 Feinde. Als ob die andere Seite es nicht hingekriegt hat, die auszuschalten. Los, Jungs. Ab geht's, Italianos. Hey, ich habe mit einem Torpedo getroffen. Ich bin stolz auf mich. Italiener! Vorsicht! Das, hier geht's um Millimeter. Wir haben jetzt aber auch erst einen verloren, aber wo, warum sind die dann so schwach da drüben? Okay, der ist nicht ausgeschaltet. Da vorne schwebt was rum. Wir werden entfernt 15 Kilometer. Ja, wir müssen mit Vollkarachol drauf zu. Jungs, kommt's! Ich habe ein paar Löcher irgendwie in der Hülle. Ich schaue nicht mehr unbedingt so ganz heiler aus. Unser Sieg ist in Sicht. Ja, das ist doch schon mal etwas. Das sind noch 3. Alter, die brauchen die, Leute. Unser Sieg ist in Sicht. 13,3. Ich kann nur 9 Kilometer schießen. Ist nicht unbedingt ideal. Hat uns eigentlich entdeckt schon? Nee. Elf sagt er noch, geht noch, okay. Noch die 2 Schiffe. Ich fahr mal da lang. Wie kommst du so schnell dahin? Warum ist der Japse so schnell? 9,0. Er kommt in meine Reichweite. Sind wir nochmal unter Beschuss, den Jungen. Jetzt kommt die Verstärkung. Italianos. Feuer. Der hat uns noch einen ausgeschaltet. What? Und sich einer verstorben. Ja, bremst runter. Perfekt. Oh, scheiße, drüber geschossen. Jetzt hat er es auf mich abgesehen, der Assi. Was soll das denn? Mann! Ich war leichtes Ziel, das ist unfair. Wie sinken wir? Wir kippen, oder? Kippen wir? Ich weiß es nicht. Kommt schon, Leute. Nicht wegfahren. Hindrehen, du hast genügend Kanonen. Ich sehe da 2 Torpedos.
auf der einen Seite und 4 Kanonen insgesamt. Also 8 Kanonen. Damit hast du genug Chancen, den auszuschalten. Was machen die, Haie Pais? Das ist mein Italiener Freund, mein Japaner Freund. Der Franzose lässt sich ganz viel Zeit. Der hat seinen Rückwärtsgang noch nicht gefunden, weil da mit ist er schneller. Da werden ein paar harte Geschütze ausgefahren. Komm, schieß, Junge. Du hast nicht mehr viel Leben übrig. Wir sind noch 2000. Richte aus! Und ihr knallt gleich zusammen alle. Wie schafft man denn das? Oh. Das ist ordentlich manövriert. Jawohl. Jetzt schießt der Große. Damage, jawohl. Nice. Yes. Was? So wenig kriegt man dafür? Okay. Boah. Hätte ehrlich gedacht, dafür kriegt man mehr. Aber naja. Bin auch nicht der Profi unter dem Ausdenken. Kann ich den eigentlich verkaufen? Weil den billigen Verbrauch nicht mehr verkaufen. Jo. Dann würde ich sagen, Leute, das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Schreibt mir in die Kommentare, was eure Lieblingsschiffe aus World of Warships sind. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!